Yo, liebe Freunde, willkommen heute bei BATTV. Heute versuchen wir eine Frage zu beantworten, die sich wahrscheinlich jeder Spieleentwickler tagtäglich stellt. Was macht ein Spiel eigentlich erfolgreich? Dabei unterscheiden wir heute in vier verschiedene Kategorien. Einmal wären das die sogenannten AAA-Titel, das heißt Spiele, die im Laden dann fertig 40 bis 70 Euro kosten. Dann haben wir die sogenannten Indie-Games, die oft heute nur noch online verkauft werden. Und zwei Spielekategorien, die ein bisschen ineinander verschwimmen, nämlich Social Games und Apps. Aber fangen wir ganz vorne an. Was macht ein Spiel eigentlich so erfolgreich? Es gibt viele Beispiele von Spielen, auch aktuell, die Millionen von Spielern weltweit begeistern. Und im Sinne eines Entwicklers ist der Erfolg natürlich immer, denn Erfolg bringt auch neues Geld in die Kassen. Die wohl aufwendigsten Spiele unter den ganzen Spielen sind die sogenannten AAA-Spiele. Diese Spiele brauchen meist mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre in ihrer Entwicklung. Ganze Firmen und Entwicklerteams arbeiten an der Verwirklichung bis zum endgültigen Release. Aber schon vor dem Release eines Spiels sind die meisten Zeichen, die den Erfolg eines Spiels ausmachen, schon gesetzt. Angefangen schon beim technischen Grundgerüst des Spiels. Zeitgemäße Grafik und ein toller Sound sollten für einen AAA-Titel, der Erfolg haben will, auf jeden Fall vorhanden sein. Ebenfalls wichtig ist es, ein nicht ausgelutschtes, ein zeitgemäßes oder ein zeitloses Thema zu wählen, was möglichst viele Spieler begeistern kann. Auch der Umfang eines Spieles ist wichtig. Als Beispiel World of Warcraft, was Spieler mittlerweile 10 Jahre lang fesseln kann, im Gegensatz zu The Order, was leider verhältnismäßig kurz war. Auch wenn hier die technischen Ausgangslagen im Verhältnis zum Erscheinungsjahr ungefähr gleich waren, so sorgte der große Umfang und das neue Konzept von World of Warcraft früher doch für den super großen Erfolg. Apropos World of Warcraft, nicht unbeteiligt an so einem Erfolg ist selbstverständlich auch der Entwickler, aka der Publisher. Große Namen sorgen auch sicherlich bestimmt immer wieder für große Vorbestellungszahlen. Das bringt wieder Geld in die Kassen, was in die Entwicklung gesteckt werden kann, was langfristig noch mehr Geld in die Kassen gibt. Ein anderer Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist ein dickes Franchise im Rücken. Auch wenn die aktuelle Batman-Reihe absolut klasse zu spielen ist und eine tolle Qualität liefert, so bin ich mir sicher, würde dann nicht der Name Batman vorstehen? Wäre das Spiel vielleicht nicht ganz so erfolgreich geworden, wie es nun letztlich ist? Wenn das Spiel nun fertig ist, liegt es meist am Entwickler und Publisher, ob das Spiel nun langfristig erfolgreich sein kann. Dazu gehören Patch-Politik und DLC-Politik. Evolve Destiny. Auch Verschiebungen zum Erscheinungsdatum kommen nicht wirklich gut bei der Spielergemeinschaft an. Jetzt aber erstmal weg von den sogenannten großen Titeln zu den eher kleinen Titeln. Die Indie-Games. Momentan erleben diese nämlich einen richtigen Boom. Das ist mitunter Plattformen wie zum Beispiel Steam zu verdanken, die diese Indie-Games auf ihrer jeweiligen Basis vertreibt. Aber auch Let's Playern wie PewDiePie oder Gronkh, die besonders skurrile Indie-Games wie zum Beispiel den Goat Simulator nach oben pushen. Und mit nach oben pushen meine ich natürlich die Verkaufszahlen. Wo Indie-Titel früher noch nicht mit der Absicht programmiert wurden, wirklich Gewinn einzufahren, gibt es heute einen riesigen Markt für diese günstig produzierten Spiele, die im Verhältnis zu ihren Produktionskosten aber doch relativ viel Absatz bringen. Kleine Entwickler, große Geld. Eine andere Möglichkeit für Entwickler mit Indie-Games etwas mehr Geld zu verdienen, ist, dass der Content wirklich ernst gemeint und gut ist. Das heißt, dass die Spieler sich wirklich für den Content interessieren. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der sogenannte Landwirtschaftssimulator oder andere Simulatoren, die sich immer größer werdender Beliebtheit erfreuen. Entwickler auf der ganzen Welt haben dieses Potenzial natürlich erkannt und so wird der Simulatorenmarkt momentan echt überflutet. Und das ist wohl ein ganz klares Indiz dafür, dass die Dinger wohl echt beliebt sind. Wir kommen zu den sogenannten Apps. Ein Tablet oder sogar ein Smartphone, das hat heutzutage wirklich jeder zur Hand. Und es wäre doch total praktisch, im Zug, im Bus oder beim Warten einfach mal spielen zu können. Genau dieses Potenzial hat man damals mit Einführung der ersten Smartphones erkannt. Und mittlerweile wird das auch recht gut umgesetzt. Ein Beispiel aus dem letzten Jahr, Flappy Birds. Durchschnittlich $50.000 pro Tag Umsatz alleine an Werbung konnte Flappy Birds erzielen. Für eine Handvoll Entwickler war das sicherlich eine Menge Kohle, die in der Zeit verdient haben. Aber was macht Apps eigentlich so erfolgreich? Nun, die meisten sind schnell zu handhaben, benötigen statt eines langen Tutorials wenig Einarbeitungszeit, so nach dem Motto, einfach zu lernen, schwierig zu meistern. Und man kennt es seit Pac-Man, die Highscore-Jagd kann zu einer echten Sucht werden. Das Ganze unterstützt durch Produktplatzierung, hallo Goldgrube, hallo Geld. Auch sehr erfolgreich das Quiz-Duell, was die Leute sogar gegeneinander antreten lässt, was für viele ein großer Ansporn sein kann,
dran zu bleiben. Und da wir gerade wirklich beim Zusammenspielen sind, ab zu den Social Games, unserer letzten Sparte. Wer kennt sie nicht? Candy Crush, auch eine App. Oder Farmville kann man auch über Facebook, Google+, MySpace oder whatever spielen. Der Vorteil dieser Spiele ist, sie sprechen eine richtig große Masse an Menschen an. Sie laufen auf jedem handelsüblichen Computer, auch auf der Arbeit, obwohl man das nicht sollte. Es ist ein Miteinander, was natürlich noch total toll ist, mit seinem besten Freund auf Facebook zusammenzuspielen. An dieser Stelle, Makatz, ich brauche neue Candy Crush-Leben. Und es ist natürlich völlig kostenlos. Nee, ist es natürlich nicht, denn Entwickler würden ja sonst kein Geld damit verdienen. Produktplatzierung, die eingeblendet wird, oder ganz reizvolle In-App-Käufe, die euren Spielfortschritt immer weiter beschleunigen können, gegen Bares natürlich, geben dem Entwickler auch hier die Möglichkeit, richtig Zaster zu machen. Und wer bisher dachte, AAA-Spiele werden am meisten gespielt? Social Games spielen mittlerweile 600 Millionen Personen weltweit. Und ja, das ist so ein Zwölftel der gesamten Erdbevölkerung. Ihr seht, der Markt ist da richtig am explodieren und es werden immer mehr Leute. Das Zeitalter online hat seit 10 Jahren auch die Spieleindustrie maßgeblich verändert. Um das nochmal zusammenzufassen. Ein Spiel muss heute nicht mehr nur gut aussehen oder klingen. Nein, es muss auch eine tolle Thematik, tolle Entwickler, klasse Publisher, eine ordentliche DLC-Patch-Politik haben. Es muss meistens den Multiplayer-Modus unterstützen, weil sowieso nur noch online gespielt wird. Es muss einfach sein, es muss motivierend sein, es muss Umfang haben und. Kein Wunder also, dass es eigentlich kein Patentrezept dafür gibt, dass ein Spiel wirklich erfolgreich ist. Umso toller finde ich es aber, dass es immer noch Entwicklerstudios gibt, die es schaffen, wirklich viele gute Spiele herauszubringen. Und an diese Entwicklerteams Daumen nach hoch. Und jetzt möchte ich gerne eure Meinung haben. Was ist für euch so der Punkt, wo ihr sagt, das muss ein Spiel haben, damit es für mich persönlich erfolgreich und langfristig motivierend ist? Ich bin echt gespannt auf eure Kommentare. Lasst uns ein bisschen diskutieren. Bis dahin, euer Buddy von BudTV.